Moin, liebe Top-Familie und liebe Let's Dance-Fans da draußen. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal zur beliebten Sendung Let's Dance. Meine Lieben, die zweite Live-Show ist vorbei. Jetzt war keiner mehr geschützt. Gabriel konnte also nicht in dem Sinne sicher tanzen. Und somit war es wirklich auf Augenhöhe. Ja, wir hatten wieder für dich eine spannende Show, wo ich finde ein paar sich mehr gezeigt haben, ein paar mehr Risiko eingegangen sind. Wir hatten das 90er-Special. Tolle Lieder. Ich freue mich, wenn es vielleicht irgendwann ein 80er- oder 70er-Special gibt. Die Lieder gerade aus den 80ern, finde ich, sind grandios. Und ja, also deswegen, ich bin wie immer sehr, sehr gespannt darauf, was auch ihr zu den Tänzen sagt oder zu der Show. Jedenfalls hier vorab, lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer zu diesen Videos hier benachrichtigt werdet. Unten in der Beschreibung findet ihr alle Infos, ihr findet den RTL-YouTube-Account, wo ihr auch nochmal gewisse Sachen nachschauen könnt. Ihr findet aber außerdem auch, so gesehen, die Homepage zu Let's Dance auf RTL und auch den Artikel, wo ihr auch nochmal alle Tänze und Lieder auch nochmal selbst nachschauen könnt. Ja, also 90er-Special. Wir wussten ja schon von letzter Woche, Paso Doble, Rumba, Contemporary, genau diese Tänze können wir erwarten und haben wir auch bekommen. Das Opening war von aus den Liedern Children von Robert Miles, No Limit von Too Unlimited, Boom 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 von Venga Boys und Mr. Vane von Culture Beat. Alle Lieder eben der 90er. 90er sind ja auch eine gute Zeit, muss man ja auch sagen. Ich sag mal, ich bin ja auch ein 90er Kind, ich bin 96 geboren. Natürlich habe ich als junges Kind, in dem Sinne, oder als Baby, muss man ja sagen, eigentlich davon nichts mitbekommen. Aber natürlich kennt man diese Lieder. So, also ich zumindest, ich weiß ja nicht, ob ihr ebenfalls die Lieder kennt. Ja, also, wie gesagt, schreibt auch gerne mal sonst eure Punkte auch mit in die Kommentare. Ansonsten sind sie immer unten links eingeblendet und dann könnt ihr sie ja auch da immer sehen, was ich jeden Tanz selbst gegeben habe. Beginnen wir also mit dem ersten Tanz und fangen an mit Stefano und Maria. Die haben einen Cha-Cha-Cha getanzt und zwar zu Smooth von Santana. Man hat gemerkt, dass die Schulterpartie sehr steif war. Also ein Cha-Cha-Cha, da möchte ich, noch hier fast verschluckt, ja, mich verschluckt, da möchte ich ein bisschen mehr, sag ich mal, Leichtfüßigkeit haben. Ein bisschen mehr dieses Bewegliche und nicht diese Steife. Das stand ihm letzte Woche gut mit dem Tango. Da hat er auch eine gute Punktzahl von 18 bekommen. Jetzt ebenfalls nur 14. Von mir, wie gesagt, gibt's 4. Was mir auch gefehlt hat, ein Cha-Cha-Cha ist ein Flirty-Tanz. Cha-Cha-Cha ist der einzige Tanz mit, oh, Salsa, Samba würde ich jetzt nicht als flirty bezeichnen. Die sind eher sexy. Jetzt so in dem Sinne. Aber der Cha-Cha-Cha ist halt eben ein Flirty-Tanz. Das heißt, du spielst mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin und dann ist es eben so dieses Miteinander, aufeinander zugehen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, so dieses Flirtige. Also es waren so Kleinigkeiten, die mich hier eben dann doch gestört haben. Er war auch nicht immer im Takt. Und er hat echt viele Schritte mit Ferse angefangen. Das sieht man sogar hier auch auf dem Bild, wenn ihr euch sein hinteres Bein, also das linke, anguckt. Denn er hat erst mit links und ist dann so nach vorne gegangen, nämlich in dieser Vorwärtsbewegung. Deswegen. Und so eben hat er insgesamt nur 14 Punkte dann von der Jury insgesamt bekommen. Machen wir weiter mit Tanz Nummer 2. Und muss ja auch erstmal umblättern. Und sprechen wir über den nächsten Tanz, der da wäre. Tillmann und Patricia. Tillmann und Patricia haben eine Rumba getanzt. Zu You von Ten Sharp. Ja, es gibt halt eben so immer diese Leute,
die so ein bisschen aus der Reihe tanzt, aber nicht positiv, sondern eher negativ. Und ich finde das nicht gut getanzt. Es war keine Rumba. Also Patricia sieht immer wunderschön aus und das muss man sagen, also gerade ja die Profis, die sehen ja immer auch gut aus. Aber für mich war da keine Leidenschaft zu sehen. Eine Rumba, und das hat auch Lambi gesagt, muss mit Leidenschaft getanzt werden. Beide haben dann so ein bisschen gegen sich geshootet. Mein Gott, ich finde, da kann man jetzt auch ein bisschen übertreiben. Es ist immer noch eine Unterhaltungsshow und Tillmann ist ein erwachsener Mann und klar, man sollte jetzt nicht beleidigend sein, aber ich finde jetzt nicht, dass Tillmann in irgendeiner Weise Lambi gegenüber beleidigt war oder umgekehrt, weil das Netz, ich lese das hier und ich habe es ja auch schon mitbekommen, explodiert ja wieder dahingehend, also ach, mein Gott, kann man auch wieder übertreiben. Jedenfalls für mich ist es wieder nur ein Punkt, wackelig auf den Füßen, keine Leidenschaft, kein richtiger Rumba-Schritt auch gemacht. Es war, wie Lambi wirklich gesagt hat, auch eine Steh-Rumba. Er stand da nur, Patricia hat ihn betanzt, wenn man es so sehen will. Und ansonsten, ja, mehr war das nicht. Das muss man knallhart so sagen. Kommen wir zum nächsten Tanz und sprechen als nächstes über Sophia und Alexandru. Die haben einen Paso Doble getanzt. Und zwar zum Lied, wenn ich das hier finde, da. Rhythm is a Dancer von Snap. Eines der bekanntesten Lieder mit der 90er, wenn man ehrlich sind. Ich finde, Sophia hat das auf jeden Fall besser gemacht als letzte Woche. Letzte Woche 11, jetzt hat sie 13 Punkte bekommen. Vielleicht sogar 14. Wenn man vielleicht noch, sage ich mal, so ein bisschen, in Anführungszeichen, vielleicht großzügiger ist. Aber trotzdem, all in all, finde ich, hat dieser Tanz vom Stil Sophia auf jeden Fall gepasst. Selbstbewusstes Auftreten von Sophia, auch so ein bisschen dieses Aggressive, finde ich, hat ihr sehr gut gestanden. Ich bin gespannt, wenn sie irgendwie ein Walzer vielleicht mal tanzen sollte, weil dann braucht sie weiche Bewegung oder auch eine Rumba. Das ist dann wieder so dieser völlige Kontrast. Auf jeden Fall, wie gesagt, selbstbewusst, auch aggressiv, was ich gut fand. Endposition ein bisschen austanzen, ein bisschen mehr atmen, dass man auch so ein paar Flamenco-Teile mit einbaut, war mir dann ein bisschen zu wenig, gerade so diese Handbewegungen. Und wie auch die Jury gesagt hat, sie hat ein bisschen zu oft, und das hat man auch gemerkt, finde ich, zu oft auf den Boden geschaut. War dadurch ein bisschen verunsichert, so von wegen, okay, ich muss jetzt den Schritt machen, ich muss den Schritt machen. Die war selbstbewusst, aber nicht fokussiert darauf und hat sich nicht auf ihren Körper verlassen. Ein bisschen mehr auf den Körper verlassen, und ich glaube, dann geht das auch insgesamt gut. Machen wir weiter mit Tanz Nummer 4. Und Tanz Nummer 4 waren die doch, oder? Genau, das waren die. Sprechen wir über die beiden hier, über Eva und Paul. Eva und Paul haben einen Cha-Cha-Cha getanzt zu Strong Enough von Cher. Auch tolles Lied, muss man sagen. Ich muss sagen, ja, sehr, sehr bitter, was da passiert ist. Sehr, sehr bitter, was da passiert ist. Denn am Ende ist sie umgeknickt, ein bisschen so außer Balance geraten. Das ist natürlich schade für so einen Tanz. Und eigentlich kann sie, und ich sag mal, das weiß sie, das wissen eigentlich wir alle, eigentlich kann sie auch auf diesen Schuhen gehen und tanzen. Beziehungsweise gehen, tanzen ist natürlich was anderes. Aber das ist natürlich dann bitter, weil sowas zieht natürlich auch eben die Punktzahl runter. Ein Cha-Cha-Cha. Ich fand den Anfang mega, ihren Walk, auch teils ihre Bewegung, hätten ein bisschen leichtfüßiger sein können, wenn ich ehrlich bin.
Ansonsten finde ich auch, sie hat sich noch ein bisschen zurückgenommen. Ich finde, Eva ist mir manchmal ein bisschen zu vorsichtig. Auch letzte Woche 11, jetzt 12. Also das ist eben so eine Punktzahl, die ist eben so im niedrigen Drittelbereich. Und da muss man sagen, das muss ein bisschen konzentrierter gearbeitet sein, dass man dann am Ende auch eines Tanzes sagen kann, yes, ich habe mehr als 100% gegeben und selbst wenn ich ein oder zwei Tanzschritte gleich außer Takt oder ein vertanzt, ist es egal, solange du alles gibst. Und das ist so ein bisschen das, was mir so ein bisschen noch bei Eva fehlt. Ansonsten finde ich, harmoniert sie mit Paul echt gut zusammen. Deswegen so meine Punktzahl auch. Machen wir weiter mit dem nächsten Tanz und sprechen über welche, die sich punktemäßig zumindest nicht verschlechtert, aber auch nicht verbessert haben. Nämlich über Toni und Anastasia. Die haben einen langsamen Walzer getanzt zu Love Ain't Here Anymore von Take That. Toni ist so eine kleine Überraschung, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es stark, was er macht. Also, ich finde, er war im Takt. Er, finde ich, hat gute Endpositionen gehabt, war aber manchmal da nicht konzentriert, gerade eben auch in der Schulterpartie. Bei allen müssen wir jetzt, finde ich, auch in den nächsten Wochen darauf achten, wie ist der Rahmen? Wie ist die Position hier oben? Das ist wichtig. Klar, Schritte sind auch wichtig. Aber ich finde, gerade heute in der Show hat man, finde ich, bei fast jedem Tanz auch gemerkt, oben ist das hauptsächliche Problem. Unten, dass man sich merkt, okay, erst fährst, dann ballen oder dann erst ballen, weil eigentlich muss man ja sagen, bis auf ein paar Tänze, wo du mit Ferse beginnst, ist es alles mit Ballen. So. Und, so. Und ich finde, von den Schritten her haben die es gut gemacht. Wie gesagt, Schultern müssen ein bisschen mehr gehalten werden. Und Gewicht muss auch ein bisschen, finde ich, nach vorne noch versetzen, um auch noch der Partnerin ein bisschen näher zu sein. Man sieht sie auch ein bisschen auf dem Bild. Das ist hier natürlich so eine Endposition, wie das typisch ist bei einem langsamen Walzer. Aber um dann das vielleicht noch konträrer und noch besser zu machen, muss man das noch ein bisschen enger auch tanzen. Wie gesagt, ein Walzer mal ist der Hochzeitstanz. Deswegen, es war gut, es war gut. Wie gesagt, ist ja mehr als durchschnittlich, wenn man 16 Punkte bekommt. Wie gesagt, er hat sich jetzt nicht verschlechtert, auch nicht verbessert. Aber es kann noch mehr gehen und das, finde ich, merkt man auch. Deswegen bin ich gespannt, was er dann präsentiert, wenn er noch mal so einen lateinamerikanischen Tanz tanzt wie ein Cha-Cha-Cha. Oder vielleicht noch mal ein Tango, irgendwie was in der Richtung. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Machen wir weiter mit dem nächsten Tanzpaar und reden über den ersten von Temporary in dieser Staffel. Der wurde getanzt von Jana und Vadim zum Lied Nothing Compares to You von Sinéad O'Connor. Ruhe in Frieden. Sie ist ja letztes Jahr verstorben. Ich glaube, das war ja letztes Jahr. Erster Contemporary. Letzte Woche 12 bekommen, jetzt 18. Ich sag mal, Contemporary ist natürlich früh, finde ich erstmal, dass ein Contemporary schon in Show 2 ist. Und ich finde, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, auch von meiner Punktzahl her. Wie gesagt, ich habe 6 Punkte gegeben. Ich finde, man hat gute Positionen gehabt. Man hatte schöne Elemente, schöne Ballettelemente. Finde auch, die haben schön synchron in vielen Elementen getanzt. Ihr hat aber so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Mehr Emotionen gefehlt. Dass man mit dem Lied arbeitet, wisst ihr? Ich möchte gerne ein Contemporary hervorheben. Und das ist tatsächlich Flugzeuge im Bauch.
von Herbert Grönemeyer und dazu hat damals in Show, boah, jetzt muss ich mal kurz über zurückdenken, das müsste Show 2, glaube ich, vielleicht auch gewesen sein, Show 2 oder spätestens, nee, Show 3 war das, Show 3, und dazu hat Erik Stehfest getanzt. Und ich erinnere mich immer gerne an diesen Contemporary, weil Oana und Erik mit der Musik, sage ich mal, eins geworden sind. Das hat mir so ein bisschen hier gefehlt. Bewegung schön, Gestik, Mimik, die Endposition, die Ballettteile, alles schön und gut. Aber für mich ist gerade, und das ist ja der Contemporary, und deswegen muss ich auch eben so dann auch bewerten, das ist es für mich zu wenig Emotion, die für mich in diesen Tanz hineingebracht wurde. Ansonsten war es schön. Machen wir weiter mit dem nächsten Tanzpaar. Reden über die noch besten der letzten Woche, nämlich über Gabriel und Malika. 17 Punkte nur bekommen für den Paso Doble. Den haben sie getanzt zu Join Me in Death von H.I.M. Him, denke ich, heißt es nicht, ist eine Band bestimmt. Jedenfalls ja. 17 Punkte. Man kann sich aber auch schnell erklären, warum nur 17 Punkte. Erstmal finde ich, sah er wirklich aus wie eine Frau, was ich sehr lustig fand, weil er hat ja auch gesagt, er hat was geschenkt oder ihm wurde gratuliert zum Weltfrauentag. Fand ich sehr, sehr lustig. Ich habe auch das Interview gesehen auf rtl.de. Falls ihr es nicht gesehen habt, checkt das unbedingt aus. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Becken mehr nach vorne. Er muss der Partnerin näher sein bei so einem Paso Doble, gerade in den Elementen, wenn man eben zusammen nach vorne tanzt. Um auch so ein bisschen mehr dieses Feuer mit zu entfachen, sag ich mal. Auch, und das hat mir auch bei diesem Paso Doble gefehlt, wenn eine Promi-Frau ein Paso Doble tanzt, ich erinnere mich da sehr, sehr gerne an Vanessa Mai zurück, die, finde ich, mit den besten Paso Doble getanzt hat von den Frauen. Weil letztes Jahr, nehme ich jetzt mal so in dem Sinne raus, weil das war für mich so alles so hochgepusht in dem Sinne. Vanessa Mai hat wirklich, finde ich, einen tollen Paso Doble damals getanzt. Und ist wichtig, zum Beispiel bei einer Frau, die zeigt das gut, eben so diese Flamenco-Hände. Auch Männer können gerade so diese Elemente mit einbringen, so ein bisschen dieses Leichtfüßige. Das hat mir so ein bisschen bei der Choreo und so ein bisschen auch von ihm gefehlt, so ein bisschen diese Leichtigkeit, auch diese Selbstverständlichkeit. Ja, wir sprechen über Show 2, ja, wir sind am Anfang. Dennoch, finde ich, muss man das auch alles eben mit bewerten. Er war einen Tick zu weit hinten mit dem Gewicht. Das, finde ich, hat man auch in dem Sinne gemerkt. Deswegen so ein bisschen hier nach hinten. Wenn man das Becken nach vorne schiebt, schiebt sich auch der Körper nach vorne. Deswegen, das ist so ein bisschen das, wo es jetzt darauf ankommt in nächster Zeit und wo man darauf aufbauen muss. Deswegen, es war gut. Aber ich finde, ja, ich sag mal, es war auch ein Rocklied, das hat auch Lambi gesagt, das Lied war auch, finde ich, jetzt nicht so hundertprozentig passend dafür. Fand ich so ein bisschen fragwürdig dahingehend, aber hatten wir auch schon ein paar Mal leider, dass die Lieder, finde ich, nicht unbedingt immer zu einem Tanz gepasst haben. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Tanzpaar und sprechen über Lulu und Massimo. Die haben, wie ihr hier seht, eine Rumba getanzt. Erstmal muss ich hier wieder umschlagen. Und zwar zum Lied Don't Let Go von En Vogue. Schöne Rumba. Schöne Bewegung. Schöne Endbewegungen auch. Ich finde nur, sie muss so ein bisschen aufpassen. Ich sag mal, da gab es ja so ein bisschen diesen Lachflash, ja, mit Motzi und wie sie das ja beschrieben hat. Ich finde, sie muss nur so ein bisschen aufpassen bei Drehungen. Sei es nur die Links- oder gerade auch eben bei den Rechtsdrehungen, weil da war es eher so, dass auch die Balance behalten wird, dass der Körper gerade bleibt. Man muss sich das eher vorstellen, nicht wie Motzi gesagt hat, irgendwie steckt 2 Euro oben rein und dann soll es irgendwie wieder rauskommen. Das war wirklich königlich irgendwie, muss ich sagen. Ich konnte mich da echt beömmeln und habe da auch gelacht.
Man muss sich das eher so vorstellen, ich habe irgendwie 5 Bücher obendrauf und ich muss meinen Körper gerade halten, dass die Bücher nicht runterfallen. So, das ist, finde ich, so eben so dieses Klassische, um auch eben dann eine Kontrolle in der Balance auch zu finden bei Drehungen. Oder auch nur ein Buch, dass das Buch sich nicht groß bewegt, wenn du dich drehst. Es war leidenschaftlich, es war ein schönes Miteinander, hätte aber auch ein bisschen mehr noch miteinander sein können. Lambi hat auch gesagt, er wünscht sich so ein bisschen so 2 Zentimeter höhere Absätze, damit halt eben auch der Stand weiter vorne ist, dass es eben auch eben dann dieses Miteinander ist, dass man auch eben, weil sie eine große Frau ist, die Beine und die Füße besser präsentieren kann. Ansonsten war das ein sehr, sehr gelungener Tanz, wie ich finde. Machen wir weiter mit Tanzpaar Nummer 9 und sprechen ja über Ann-Kathrin und Valentin. Es war zumindest keine Arbeitsverweigerung. Das muss man sagen. Also es war keine Arbeitsverweigerung, weil sonst hätte ich auch irgendwie gesagt, ein Punkt. Aber ich sag mal, Valentin ist jemand, der eigentlich gute Choreos macht. Ich fand es irgendwie lächerlich, kindisch, affig. Also ist meine Meinung. Wie gesagt, ein Punkt hätte ich sonst gesagt, da hätte sie so wie letzte Woche tanzen müssen. Sie hat zumindest Tanzschritte gehabt, sie war auch im Takt, deswegen ebenso von mir eben diese 2. Die hat auch Lambi gegeben. Aber für mich ist es auch nicht mehr. Zu wenig Swiffles für Charleston. Im Übrigen, Charleston hat sie getanzt zu, weil das habe ich noch nicht gesagt, zu Scatman von Scatman John. Auch ein Lied, das man aus den 90ern kennt. Aber das Ding ist, es war mir nicht lebhaft genug. Es war langsam. Die Musik, finde ich, war überhaupt nicht passend zu dieser Choreo. Entweder wirklich das Lied share machen und dann auch die Choreo, oder die Choreo dann nur ein paar langsame Elemente für Charles einbauen, was du machen kannst, aber dann auch bitte zügig weiter. Wie gesagt, es war keine Arbeitsverweigerung, aber ich fand, es war fast auf dem gleichen Niveau wie letzte Woche auch. Ich habe da jetzt nicht eine große Änderung, Veränderung, Verbesserung gesehen. Machen wir also weiter mit Tanzpaar Nummer 10 und sprechen über diese beiden hier, über Lina und Scholt. Die haben einen Langsamwalzer getanzt zu Run to You von Whitney Houston. Schönes Lied. Ich finde, es war okay. Letzte Woche waren es 14 Punkte, jetzt 16. Mir fehlt bei Lina, und das sage ich so, wie es ist, so ein bisschen das Selbstvertrauen. Weil ich glaube, sie kann mehr, und ich glaube, sie weiß auch, dass sie mehr kann, traut sich aber nicht. Ich finde, sie hält sich sehr zurück. Ich finde, das hat man hier auch wieder voll gemerkt. Sie hat schön im rechten Arm gestanden von Scholt. Schöne, ich sag mal, auf jeden Fall schöne Drehungen. Schultern auch hier wieder wirklich bis zum Ende auch halten. Und wie gesagt, und dann auch eben so diese Selbstverständlichkeit. Hier bin ich. Das fehlt mir so ein bisschen. Sie ist, finde ich, sehr zurückhaltend. Irgendwie vom Gefühl, sag ich mal, echt schüchtern. Ich sag mal, hätte Sophia so ein bisschen diese Leichtigkeit von Lina und hätte Lina das Selbstvertrauen von Sophia, hätten beide heute 20 Punkte geholt. So in dem Sinne. Weil das fehlt mir noch bei Lina. Das Tänzerische steigert sich. Aber es muss sich aber auch noch so anfühlen. Und das hat mir so ein bisschen bei ihr gefehlt, eben für einen romantischen, schön langsamen Walzer. Kommen wir zu Tanzpaar 11 und reden über Mark Keller und Katrin Menzinger. Die haben getanzt einen Langsamwalzer zu I Wonder Why von Curtis Steiger
Von Curtis Steiger. Wenn ich das mit letzter Woche vergleiche, auf jeden Fall besser. Ja. Das muss ich sagen. Aber, und das weiß er auch selbst, das Problem ist der Rücken. Also letzte Woche war das ja noch so bucklig. Das muss man auch so sagen. Im Vergleich zu letzter Woche war es heute besser. Es war romantischer. Vor allem muss man ja auch nochmal kurz zurückdenken. Wir denken jetzt mal 2 Wochen zurück. Er hat 13 Punkte bekommen in der Kennenlern-Show für einen Wiener Walzer. Ein Wiener Walzer, wo man denkt, der ist ja schnell, aber ein langsamer Walzer hat ja gerade eine Schrittfolge, die tatsächlich ja schneller ist. Und hier hat er jetzt 16 Punkte bekommen. Das war gut. Wie gesagt, Haltung auch bis zum Ende durchziehen. Da haben alle heute das Problem, finde ich, so eben gehabt. Heben, senken. Kann noch ein bisschen leichtfüßiger sein. Und ansonsten, wie gesagt, ist es eben so gerade die Topline hier ab Brust, Schulterbereich, was man auch eben dann halten muss. Dann ist es schön anzusehen, dann ist es leichtfüßiger und dann holt man auch mehr Punkte. Ich sag mal 3 Punkte mehr. Es geht in eine gute Richtung. Einfach so weitermachen und dann wird das auch schon. Ja, kommen wir zum vorletzten Tanzpaar und ich finde somit zur größten Überraschung, finde ich, denn wir sprechen über Bion und Martha. Ich finde, die Jury, und das kann ich schon mal sagen, hat hier mehr Punkte gegeben als ich für den Tango. Beide haben den Tango getanzt zum Lied Be My Lover von La Bouche. Jury hat gegeben 7,76. Ich gebe 5 Punkte. Ich kann euch aber auch sagen, warum ich nur 5 Punkte gebe und tatsächlich doch nicht 6 oder 7. Was mir gefehlt hat, weil ich weiß ja auch nicht immer, was sieht die Jury alles? Sieht die Jury jedes Mal das Gesicht oder nicht? Mir hat so ein bisschen auf jeden Fall die Mimik gefehlt. Die war mir manchmal zu wenig, die war mir nicht Tango-like. Ein Tango, da möchte ich kein Lächeln haben, den möchte ich bei einem Charleston haben oder Cha-Cha-Cha. Ich möchte da eher, ich sag mal, ein ernsthaftes Gesicht. Ich möchte eine ernste Miene sehen. Eine ernste Miene, die aber einerseits sagt, hier, komm zu mir, aber ich halte dich auch weg von mir. So dieses Spiel auf jeden Fall. Es war eine schöne Choreo, gerade auch eben so dieser Part, wo Bion auch so ein bisschen in die Knie runtergegangen ist. Da muss er nur darauf aufpassen, auch eben, wie er die Beine dreht. Das war mir dann ein bisschen, wie sage ich das? Also auf jeden Fall, das war für mich nicht gerade genug. Es war so ein bisschen, ja, ich gehe in die Knie, weil das ja eben dieser Part war, dass er sich so ein bisschen dieser Größe ja angeglichen hat von Martha. Aber mir hat da so ein bisschen dann diese Leichtfüßigkeit gefehlt. Attitude war gut. Ich finde insgesamt auch die Fußarbeit auch okay. Es war ein bisschen trabend zwischendurch. Hätte so ein bisschen auch hier leichtfüßiger sein können. Bei den Endpositionen Gewicht nur ein bisschen zu weit vorne. Aber die Attitude des Tanzes, man hat den Tanz erkannt, war insgesamt schön anzusehen. Ja, und dann kommen wir zum letzten Tanz und sprechen über Detlef und Iket. Detlef und Iket haben ein Cha-Cha-Cha getanztes Sexbomb von Tom Jones. Ein absolutes geiles Lied und ein toller Cha-Cha-Cha. Allein schon diese Inszenierung am Anfang wird gestaubsaugt und dann wirft er diese Kassette ein und das Lied läuft. Fand ich schon mal cool. Hat mich so ein bisschen an damals erinnert, obwohl das ja ein ganz anderer Tanz war mit dem Tango mit Ingolf Lück und Iket zu Somebody's Watching Me. Mit einer der besten Tangos. Für mich so in Erinnerung zumindest. Sehr beweglich, viele schöne Schritte. Das einzige Problem, und ich finde, das sieht man hier auch nochmal ganz gut, sein rechtes hinteres Bein ist natürlich richtig gesetzt, aber in der Bewegung danach sind die Füße manchmal bei ihm eingedreht gewesen.
das besser hinkriegen und dann nur noch so ein bisschen auch oben noch ein bisschen flexibler sein. Hüfte stark, muss man sagen. Hüftarbeit war sehr, sehr gut. Jetzt noch so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht schneller, ein bisschen von der Technik perfekt. Und dann könnten das vielleicht diejenigen sein, die vielleicht sogar die ersten 30 Punkte holen. Wir werden es sehen. Ja, meine Lieben, das waren dann unsere 13 Tänze. Für euch tatsächlich, vielleicht interessiert euch das ja. Koch hat insgesamt 76 Punkte vergeben, Mozzi 69, Lambi 57, ich 62. Ich bin tatsächlich nur knapp vor Lambi und hinter Mozzi. Habe ich mit gerechnet? Ich glaube, das ist aber jede Show irgendwie so vom Gefühl zumindest. Ich glaube, ich hatte es nur irgendwie ein oder zweimal, dass ich auch sogar weniger Punkte als Lambi gegeben habe. Ich glaube, das war aber gerade auch letzte Staffel so. Ja, kommen wir zur Entscheidung und zum 13. Platz. Die Paare, die zittern mussten, waren einmal Eva Pattberg, Tillmann Schulz und auch Ann-Kathrin Bendixen. Die drei mussten zittern. Das waren die drei Paare Promis, die zittern mussten. Und am Ende ist dann rausgeflogen und damit ja eben auf Platz 13 Tillmann. Ich sag mal, ich habe natürlich so ein bisschen damit schon letzte Woche gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Gerade von den Punkten. Jetzt ist es diese Woche so. Mal gucken, wen es dann nächste Woche trifft. Ich sag mal, Ann-Kathrin ist jetzt nicht so stark. Ein paar müssen sich steigern und dann kommt es eben darauf an, wer hat die größere Fanbase? Wo wird mehr angerufen? Das wird dann natürlich eben interessant jetzt in der nächsten Zeit. Aber ja, ich sag mal, es war damit zu rechnen. Wie gesagt, ich hab schon letzte Woche damit gerechnet. Aber so ist es jetzt schon passiert. Und ist natürlich schade für Patricia. Letzte Staffel noch Platz 3. Jetzt als Zweite insgesamt rausgeflogen, damit Platz 13. Ja, wie gesagt. Aber das ist so eben das, was ich auch am Anfang der Staffel gesagt habe, dass das genau so eben dann angepasst werden muss. Die letzte Staffel weit gekommen sind, dass die Profis eigentlich eher jemand Schlechteren bekommen und eben umgekehrt. Ist ja nicht bei jedem Paar so, wie wir wissen, aber ansonsten war das schon, muss man sagen, dann punktemäßig verdient, leider. Ja, meine Lieben, wir wissen noch nicht, was nächste Woche kommt. Ich könnte mir zumindest vorstellen, das Born-In-Special. Wir hatten jetzt natürlich Lieder der 90er, aber manche sind vielleicht in den 70ern, 80ern oder eben in den 90ern oder Anfang der 2000er geboren. Ich glaube, ist Gabriel nicht 2001 geboren? Ich glaube, Gabriel ist ja der Jüngste. Und das Born-In-Special könnte nächste Woche kommen. Das heißt, jeder tanzt zu dem Lied aus seinem Geburtsjahr. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht 80er-Special. Ihr werdet sehen. Und ansonsten müsste entweder nächste Woche oder in 2 Wochen, wir werden es hören und sehen, dann ja auch schon das große Boys versus Girls stattfinden. Ich glaube aber, das ist erst in 2 Wochen. Ich glaube, drei Paare fliegen raus und dann kommt immer das Boys versus Girls. Deswegen. Aber ich bin gespannt darauf, was dann nächste Woche kommt. Deswegen, das gab es von meiner Seite aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Vielleicht sehen wir nächste Woche ein Jive wieder. Darüber würde ich mich natürlich persönlich sehr, sehr freuen. Ich liebe den Jive. Und ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns in einer Woche wieder. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und Let's Dance-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.